So, moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir sind letztes Mal stehen geblieben und haben die große verwundete Frostbissspinne getötet. Und jetzt wollen wir mal diesen Typen hier befreien. Dazu benutzen wir wieder Flammen. Um das Feuer mal weg, um die Spinneweben wegzumachen. Erschlage Abel. Dummkopf, warum sollte ich den Schatz mit jemandem teilen? Das war einfach. Na gut, gucken wir mal. Abels Tagebuch gucken wir uns gleich mal an. Was hat er denn dabei? Nichts Besonderes, aber die goldene Klaue findet das Geheimnis des Ödsturz Hügelgrabs, ist unser nächster Teil der Quest. Und das Tagebuch nehmen wir uns mal und werden uns das mal angucken. So, wo haben wir es denn? Bücher und Abels Tagebuch. Das könnt ihr euch dann angucken, indem ihr einfach. Oh, jetzt ist es hängen geblieben bei mir, komischerweise. Tut mir leid, ihr müsst euch das mal anders angucken. Oder war es nur die Seite? Es ist auch möglich. Ich gucke da gleich nochmal. So, gibt es hier denn etwas Schönes? Begräbnisurnen, die fast alle leer sind. Aber hier haben wir nochmal 6 Gold. Das nehme ich immer alles mit. Hier haben wir auch nochmal 4 Gold. Hier ist nichts drin. Aber als allererstes nehmen wir wieder den Langbogen in die Hand. Denn wir sind Bogenschütze, kein Streitkolbenkämpfer und auch kein Magier. Du kleiner Trottel hier. Ups. Sollte reichen mit dem Dippen. Alles klar, weiter geht's. Das hier sieht immer so verdächtig aus, dass hier irgendwo Drauge aufstehen, so wie der hier. Einer ist wach. Der hat sich aber wieder verzogen. Irgendwo da hinten ist er, um die Ecke. Wir gleich mal. Als erstes nehmen wir den hier drüben und gucken mal, ob er beim ersten Schuss drauf geht. Ja. Und tschüss. Und arrivederci. Andere scheinen hier nicht mehr zu sein. Den Pfeil nehmen wir wieder mit. 11 Gold. Und gucken hier mal im Allgemeinen weiter. Auch hier nochmal 10 Gold. Wie gesagt, das Gold nehmen wir natürlich alles mit. 16 Gold. Und hier drüben, den haben wir ja auch noch erledigt. Ach, leider bekommen wir unsere Pfeile nie wieder. Und das hier, das zeige ich euch gleich, falls ihr das noch nicht kennt. Das ist eine Falle. Wenn wir jetzt auf diese Platte treten, geht das Ding hier nach vorne und wir könnten dadurch getötet werden. Wir probieren es einfach mal. Wenn man flink genug ist, passiert nichts. Sehr schön. Weiter geht's. Wir wurden entdeckt. Komisch. Der da vorne, der könnte uns noch entdecken. Oh, das ist auch ein ruheloser Draugr. Ist ein bisschen stärker. Oh, da hat unser Deck. Oh, upsala. Ja, komm, sterb endlich. Hat uns ein paar Pfeile gekostet, aber das ist nicht weiter tragisch. Zwei Eisenpfeile kriegen wir wieder. Und wieder etwas Gold. So. Können wir hier noch irgendwas looten? Nein. Also weiter im Programm. Er hier unten wird uns gleich angreifen wollen, deswegen.
Ja. Oh. Scheint aber noch irgendwo einer zu sein, hier um die Ecke direkt. Ah. Nicht so, mein Freund. So einfach mache ich euch das nicht. 5 Gold, 2 Eisenpfeile nehmen wir wieder. Wie gehabt, alles mit. Guck mal, da oben habe ich eine. Ich dachte, ich hätte was gehört. Da oben habe ich eine Kiste gesehen. Die holen wir uns natürlich direkt. Mal sehen, ob wir sie aufschließen müssen. Ja, Lehrling. Das ist ein bisschen schwerer als Novize. Gucken wir mal. Aber ich krieg sie trotzdem auf, ohne dass der Pfeil abbricht. 3 Dietriche, 20 Gold. Und stimmt. Wir sind ja im Level aufgestiegen. Wir werden jetzt die Ausdauer verbessern. Vorhin war es, oder in der letzten Folge, war es die Gesundheit, jetzt die Ausdauer. Und das bedeutet, wir können auch gleich mehr tragen. Und die Schießkunst, da gucken wir mal, ob wir da noch etwas verbessern können. Erfordert 20. Ja, nächster Rang, Böge bewirken 40% mehr Schaden. Das machen wir doch. Perfekt. Irgendwas bewegt sich hier. Ah ja. Alte Nordpfeile und Gold nehmen wir alles mit. Und noch mehr Gold. Dann wollen wir mal gucken, ob wir hier auch durchkommen, ohne dass wir zerschnitten werden. Und au. Ich sollte auch sprinten. Jetzt dürfte es aufhören. Genau. Und weiter geht's im Programm. Hier verstecken sich ganz gerne die Draugr hinter Ecken. Ich bin mir gerade auch gar nicht so sicher, ob die Monster hier Draugr ausgesprochen werden. Ich sag das immer nur so. Vielleicht könnt ihr mir mal sagen, wie sie wirklich ausgesprochen werden. So nicht, mein Freund. Er träumte zu viel. Könnte ihn da weglocken. Ich glaube, das probieren wir einfach mal aus, indem wir ihm jetzt ein bisschen näher kommen. Und dann schießen wir auf diese Lampe hier oben und lassen den Drauger verbrennen. Funktioniert astrein. Sehr gut. Aber hier scheint noch einer zu sein, der natürlich ins Feuer läuft oder auch nicht. War wohl nix. Knochenmehl, die Zutaten, wie immer, nehmen wir mit. Und Granatsteine, das ist schon der zweite Granatstein hier unten. Hier scheinen Schätze versteckt zu sein. Oh. Ich dachte, der erste Schuss würde ihn schon töten. War wohl nix, aber nicht weiter schlimm. Er ist nicht bis zu uns gekommen, weil er dafür zu schwach ist. So. Hier gibt es nichts weiter, also weiter im Programm. Es tut mir leid, wenn ihr findet, dass ich zu langsam hier durchlaufe. Das ist so mein Stil, wie ich immer hier durchgehe. Denn lieber vorsichtiger. Ah, Hallöchen. Und tschüss. Lieber etwas vorsichtiger und dafür überleben, als schnell dadurch und plötzlich möglicherweise sterben. Gold und Zaubertrank der geringen Magicka, auch wenn wir den Zaubertrank der geringen Magicka wahrscheinlich eher weniger brauchen werden. Aber wir nehmen ihn natürlich mit. Wer weiß, vielleicht spezialisieren wir uns später dann doch nochmal auf die Magie. Mal sehen, was die Zeit so bringt. Vorerst ist es nicht geplant,
aber you never know. So, großer offener Raum. Schimmerpilze nehmen wir natürlich auch wieder mit Zutaten. Ihr kennt das Spielchen, Leute. Beziehungsweise solltet ihr es kennen. Wenn ihr es noch nicht kennt, ich habe es in den vorherigen Folgen immer erwähnt. Wenn ihr die noch nicht geguckt habt, alles hier auf dem Kanal Imcore TV zu finden. So, noch eine Truhe. Zwei Wege. Gold, die Rolle des Feuerballs. Da kann man wieder etwas mehr Schaden machen mit Zaubern. Sehr schön. Ein winziger Seelenstein und zwei Zaubertränke. Und die Eisenstiefel brauchen wir nicht. Gucken wir erstmal hier. Okay, das ist kein richtiger Weg für uns. Ah. Trauriger. Trauriger, trauriger, trauriger. Ah, der wird wahrscheinlich dann jetzt hier irgendwie herauskommen. Oder hier hochkommen. Warten wir hinter der Ecke. Ah, er verliert gleich die Fährte. Oder auch nicht. Doch. Aber er dürfte noch hier hinter der Ecke stehen. Oh, da war ich ein bisschen zu langsam. Aber er war noch langsamer und hat uns nicht erwischt. Wollen wir mal. Oh, jetzt werde ich gerade vom Pfahlwolf angeschrieben im TS. Da muss ich gleich mal gucken. Wir wollen nämlich möglicherweise gleich noch ein bisschen Rocket League aufnehmen. Daher wird diese Folge vielleicht etwas kürzer. Das ist aber auch mal nicht schlimm. Denke ich. Im Ausnahmefall kann man ruhig mal eine etwas kürzere Folge machen, denke ich. Na komm. Ups. Na gut, lassen wir das liegen. Ich will nochmal nach da unten gucken, weil es scheint mir, dass es da weitergeht. Und hier unten vielleicht noch irgendein Schatz auf uns wartet. Ja, eine Truhe und ein Skever. Alles klar. Und eine Novizentruhe. Das sollten wir doch hinbekommen, oder was meint ihr? Perfekt, ich musste nichts drehen. Ein Amethyst! Mehr wert als ein Granatstein. 16 Gold, eine Rolle der Sturm-Atronarch-Beschwörung. Auch wieder so eine schöne, eine wirklich schöne Zauberrolle, die wir möglicherweise im Verlaufe des Let's Plays, vielleicht auch sogar dieses Verlieses, noch verwenden werden. Wer weiß, was noch so auf uns zukommt hier. Man darf gespannt sein. So, wo geht's denn hier weiter? Wartet hier irgendjemand auf mich? Sieht immer so verdächtig aus, wenn das so verwinkelt ist. Ja, da ist jemand. Ein ruheloser Droger. Oh. Ja, ja. Komm, sabbel mich nicht voll. Ein Schlag noch und tschüss. Beziehungsweise ein Schuss, nicht ein Schlag. Zwei von den Fallen gibst du uns wieder. Sehr schön. Machen uns erstaunlich wenig Schaden. Sind wir etwa schon so gut ausgerüstet mit der Rüstung? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber komischerweise klappt das ganz gut. So. Ödsturz, Hügelgrab, Allerheiligstes. Da gehen wir jetzt direkt rein. Wir sind fast schon Stufe 4. Das läuft ja alles wie geschmiert. So. Hör schon wieder. Ja. Aua. War nicht geplant. Oh. Na, da kommen sie. Ja, dich hat's dahin gerafft.
Dich auch. Ach, diese Ansichten finde ich immer super geil. Sieht richtig schön aus. Knochenmehl und Gold. Kann ich die hier auch ausmachen? Ja, kann ich. Das stört mich dann immer so ein bisschen. Da hört man auch nicht so richtig. Zaubertrank der Frostresistenz nehmen wir mit. Wer weiß, vielleicht haben wir auch noch hier mit Eis zu kämpfen. Wird es sehen. Später im Verlauf des Spiels bestimmt mal. Oh, 15 alte Nordpfeile, das gefällt mir richtig gut. Je mehr Pfeile, desto besser. Was braucht ein Bogenschütze am meisten? Pfeile! Richtig! Man mag es kaum glauben. Mein Gott, war das ein schlechter. So, haben wir denn hier ein paar Gegner? Mal irgendwann. Ah, hier gibt es eine Tür. Großer Saal. Aber hier scheint kein Gegner zu sein. Und da hinten sehen wir eine Klauentür. Ich nenne sie immer Klauentür. Da gucken wir uns doch jetzt einfach mal unsere goldene Klaue an, die wir bekommen haben. Die goldene Klaue. Ja, ich möchte sie mir näher angucken. Wie geht denn das? Ah, Mausrad. Bär, Motte, Eule. Das ist die Kombination, die wir hier wählen müssen. Bär. Natürlich muss ich zweimal drehen. Motte, auch hier zweimal drehen. Und hier unten die Eule. Es war so klar. Bei allen müssen wir zweimal drehen. Jetzt stecken wir die Klaue dort rein. Ansonsten werden wieder wahrscheinlich Giftpfeile gekommen. Den sind wir entkommen sozusagen und können weiter. Auf geht's. Bisschen sprinten. Obwohl, hier sollten wir uns wieder ducken. Denn das sieht mir sehr nach dem Allerheiligsten aus. Was passiert hier? Oh, das gucken wir uns mal genauer an hier vorne. Das tut uns scheinbar nicht weh. Wo hat der Macht gelernt? Aber ich kenne diesen Ort hier schon. Ich laufe mal ein bisschen weg. Denn hier oben ist so ein kleiner Rabauke aufgetaucht. Mal sehen, was der jetzt macht. Wir wollen ihn aus sicherer Entfernung besiegen. Denn, wenn ich das hier noch richtig in Erinnerung habe, ist der etwas mächtiger, der Gegner. Bleib mal stehen, mein Freund. Höherer Draugerfürst. Ja. Und da sind wir schon wieder ein Level aufgestiegen. Oh! Er hat uns angebrüllt. Oh, da kam der Sound ein bisschen spät, aber auch du bist zu langsam und kommst nicht an uns dran. Den Drachenstein nehmen wir mit, den sollten wir ja, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, für Fahrengar besorgen. Und ein altes Nordschwert des Frostes, das nehme ich auch mit, das hat nämlich einen Effekt. Damit können wir später vielleicht noch was anfangen. Außerdem hat das einen gewissen Wert. Man kann es möglicherweise verkaufen. Aber wie am Ende eines jeden Verlieses gibt es noch eine große Truhe. Und die öffnen wir jetzt. Was haben wir dort? Eine bebänderte Eisenrüstung. Die werden wir definitiv anlegen. Und das, den Rest brauchen wir nicht. Denn die hat 3 Rüstungswerten mehr als unsere kaiserliche Rüstung, die wir jetzt auch ablegen werden. Gut. Gucken wir mal weiter. Da oben scheint es weiter zu gehen. Und dann werden wir möglicherweise das Verlies jetzt verlassen. Wo werden wir denn abgesetzt? Meistens kommt man mal am Anfang eines Verlieses raus. Oh, da ist noch eine Truhe.
4 Dietrichen, 50 Gold und einem Zaubertrank der geringen Ausdauer. Die Bergblumen sind Zutaten, die nehmen wir alle mit. Und laufen mal weiter. Und da kommen wir auch schon ans Tageslicht nach Himmelsrand zurück. Und werden jetzt nochmal, ich sehe es ja gerade, wir sind eine Stufe aufgestiegen. Falsche Taste. Das investiert auf die Gesundheit. So. Können wir bei der Schießkunst noch was verbessern? Nein, es erfordert ein Level von 40. Wir haben nur 28. Deswegen gucken wir mal, ob wir hier oben noch was verbessern können. Dafür brauchen wir 30. Und dafür auch. Möglicherweise im Schleichen. Obwohl, Schleichen brauche ich jetzt noch nicht. Wir heben uns die Punkte auf, um unsere Schießkunst zu verbessern. So. Sehr schöner Ort. Hier ist ein bisschen Blut, wie es aussieht. Ich würde mich mit diesem wirklich schönen Ausblick von euch verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr Spaß hattet, lasst einen Daumen da. Und wenn ihr mehr sehen wollt, ein Abo. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.